Ja, und damit ein herzliches Willkommen zu Metro 2033. Ja, zuerst einmal, huhu, viele kennen mich vielleicht nicht. Ich bin der gute Paddy, bin hier neues Mitglied auf diesem Kanal und ja, ich werde jetzt versuchen, hoffe ich mal, dieses Let's Play täglich rauszubringen. Ja. Ich habe gerade eben schon mal kurz geschaut, wie es sich jeder macht. Performance Settings, la 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 la. Und er singt ganz schön, also das muss man echt sagen. Also können wir es einmal kurz genießen. Wow. Jetzt singt natürlich nicht mehr. Wow. Na dann, machen wir mal neues Spiel. Spielstil. Überleben, Munitionfilter sind knappe, die Kämpfe sind tödlicher und Tarnung ist nicht so einfach. Überlebensmodus bietet Spielern das ursprüngliche Horrorerlebnis von Metro 2033 mit dem Schwerpunkt auf Ressourcenmanagement und spannende Kämpfe. Spartaner Gegner sind die leichtere Kämpfe und Tarnung bei Metro Last Light. Nein, ich will überleben, glaube ich. Ich weiß nicht. Eigentlich... Ja, doch, probieren wir es mal. Normal, Hardcore, Ranger, Hardcore. Ja, normal. Auf jeden Fall. Ja, natürlich. Gamma anpassen. Yay! Dass das linke Bild kaum noch zu sehen ist. Ja, so in etwa. Der Tunnel wurde kälter. Mila und ich waren nun knapp unter der Oberfläche. Schon bald würden wir in den heulenden Wind klettern, um uns einen Weg durch die Albträume zu kämpfen, die uns dort erwarten. Meine lange Reise näherte sich dem Ende. Aber hatte ich die Courage, den Willen, alles durchzustehen? Das kann ich ja nicht sagen. Aber die Musik, ganz am Anfang, hat mich so ein bisschen an Breaking Bad erinnert. Aber dann nicht mehr. Egal. John, als du deine Heimatstation verlassen hast, hast du da jemals gedacht, dass wir an einem solchen Ort landen würden? Nicht wissend, ob wir dabei sind, unsere Welt zu retten oder sie direkt in die Hölle zu schicken? Das schaut nicht so gerade so ganz... Hilfe? Ah, danke. Aua. Jetzt in meinen Ohren ist es irgendwie immer noch ein bisschen laut. Um die Oberfläche zu erreichen. Naja, ich hoffe mal, dass es... Irgendwas bewegt sich im nächsten Raum. Ja, mach mal. Naja, mach ich gleich. Ich will nur schnell mich einmal etwas umsehen. Was? Nein, das wollte ich nicht. Oh, Eintrag! Eintrag 1. Unter den Kämpfern des Ordens gibt es niemanden, der jemals an der Messe gelebt hat. Warum sollte ich auch ihr Leben riskieren, um uns zu retten? Wir sind für sie einfach nur Fremde. Weshalb also? Vielleicht glauben sie ja ebenso wie ich, dass die Schwarz nicht nur für unsere gottverlassene Schwarzwasserstation eine Bedrohung sind, sondern für die Metro insgesamt. Ich weiß es nicht. Doch eines weiß ich ganz sicher. Ich kann diese Leute nicht ansehen, ohne Bewunderung zu verspüren. Ihnen hätte es kaum mehr egal sein können, von welcher Station wir stammen. Welche Politik wir glauben. Doch ihnen war nur wichtig, dass wir Menschen in Gefahr waren. Wenn man sich dem Orden anschließt, schwört man, die Metro zu beschützen. Die letzte Zuflucht des Menschenvolks, und zwar bis zum Ende. Einige von ihnen glauben, dass sie es schaffen werden. Doch mehr glauben jedoch, dass unser Schicksal so oder so besiegelt ist. Aber keiner von ihnen denkt auch nur einen Moment daran, seine Waffen in den Kampf aufzugeben. Das ist die Einstellung von Hunters Kameraden. Und es wäre für mich die größte Ehre, einer von ihnen zu werden. Das hört sich doch mal vielversprechend an. Also, Hunter, wenn wir es merken, was machst du? Oh! Öffne das Tor, ich gebe dir Deckung. Ja, ist in Ordnung. Zack! Gut gemacht! Ja, ganz toll. Nee, ich bin schon dabei. Schrei mich nicht an. Ich mag das nicht, wenn man mich anschreit.
Hier, ne? Steuerung, kriechen. Yay! Kann ich irgendwas machen? Cool, da kann ich nicht rein. Wow, langweilig. Hui. Was machst du? Keine Ahnung. Nein, bin ich nicht. Hallo? Wartest du bitte mal? Hey, da ist eine Tür. Da ist eine Tür. Ich will da in die Tür rein. Nein. Ich will erst hier rein. Yay! Ach ja, by the way, das hier ist ein Blind Let's Play. Das heißt, ich weiß nicht... Okay. Wo und was und überhaupt und... Genau. Leertaste springen. Ich weiß. Ich hatte den zweiten Teil schon mal ein bisschen gespielt. Den werde ich auf jeden Fall nach dem Let's Play hier machen. Beziehungsweise nachdem ich hiermit fertig bin. Aber ja, ich habe mir jetzt letztens den Teil geholt. Beziehungsweise heute. Und ja, bin jetzt mal gespannt, was ich hier so... Anscheinend kann er zu Hause. Bevor wir an die Oberfläche gehen, musst du die Gasmaske anlegen. Naja, gleich. Was? Wie ein Fisch? Achso, Tropfen. Dies ist das Korolev der. Es ist ganz... Gibt's hier irgendwas? Ist sie... Meine Güte. Lol. Was? Wo kommt wer? Oh nein. Was zur Hölle? Du stinkst, geh weg. Nein, 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 nein. Geh weg. So, ich hab jetzt schon wenig Leben. Yay! Ja, genau. Geh weg. Geh weg. Kann man nicht looten? Nein. Ich hab mich ja auch schon mal ein... Was ist das für eine coole Waffe, Mann? Ich will die auch. Versuchen wir es mal mit sie. Naja, warte. Ich komme schon. Atjom, lass uns bereit. Naja, bin ich. Oh, mich boxt natürlich hin und ihn nicht. Jo, natürlich. Aber warte, vielleicht gibt's ja noch was zu looten. Oh. Und hier ist es, Artyom. Oh, schöner Mond. Unser Ziel. Schönes Ziel. Ullmann, bitte kommen. Ende. Ich höre Sie laut und deutlich. Ende. Wir sind am Turm. Ich wiederhole. Wir sind am Turm. Ist die Gruppe ausgerückt? Ende. Bestätigt. Wir haben Kontakt. Sie sollten jetzt in der Nähe des Turms sein. LOL! Jo! Hauptsache, der fährt mich fast um, Mann. Was ist mit dir? Pass mal auf, Minion. Naja, weil mich halt überfahren. Hören Sie, was zum Teufel ist das? Bilde deinen Kreis. Bilde deinen Kreis. Natürlich. Oh, Mami. Ruhig bleiben. Achtet auf eure Kehrseite, Jungs. Ja, anscheinend wird es härter als in der Bibliothek. Ich will da austauschen, jetzt schon. Auf mein Zeichen. Hallo? Achso, weil da meine Mates sind. Deswegen. Hä? Mami. Ich hab Angst. Hallo? Kannst du mich mal bitte in Ruhe lassen?
Oh ja, oh ja, oh ja, ja, ja. Yummy. Galios! Latte Galios! Jo! Nimm nur mit, nimm nur mit. Alles in Ordnung, passt schon. Das Leben war nie leicht in den Tunnels, aber es war unsere Heimat. Die Routine, jeden Tag die gleichen Leute zu sehen, das war tröstend. Aber seit die Angriffe der Mutanten eskalierten, wurde die Station von Furcht beherrscht. Ich war gerade erst 20 geworden und hätte mir nie vorstellen können, was nach dem Morgen folgen würde, an dem Hunter, der Freund meines Stiefvaters, zu uns kam. Bin ich mal gespannt. Artyom, endlich wach, wie ich sehe. Hunter kommt hierher. Er müsste Neuigkeiten von den anderen Stationen haben. Komm. Schönes Bild. Oh, cool. Da schnarcht einer vor sich hin. Kann ich mir den nochmal anschauen? Nein, wir dann. Ah, geh lieber wieder aus. Wow. Scheiße, Schwein, Krankheit. Ich habe schon Schlimmeres durchgemacht. Er meint ein Kind. Ja, Nikolai. Die Station. Er halt immer noch ein Kind. Hallo. Er halt ein Kind. Was können wir denn noch tun? Ey, du Sohn. Mach das Licht wieder aus, du machst mir Angst. Da halt auch jemand. Hallo. Komm hier rein. Ich will hier rein. Oh Mann. Wow, alle sind am Heulen. Niemand zu Hause. Keiner da. Oh Mann, oh. Ich glaube, hier wäscht man sich keine Hände mehr. Sergei, hallo, Artyom. Hi. Letzte Nacht wurde noch eine Patrouille angedreht. Das Krankenhaus ist voll. Oh, Wahnsinn. Gehen wir, Artyom. Naja. Bleiben Sie ruhig. Wir müssen die Ordnung aufrechterhalten. Hey, Kleiner. Was ist mit Alexei? Petro. Er war am Außenposten. Ah, du bist es. Ach, du bist es. Ja, dabei. Schön. Hat ihn jemand gesehen? Was ist Alexei? Hallo, Artyom. Hallo, unfreundlicher Typ. Na, was haben wir denn hier so? Licht ab. Die Leute hier wollen ihre Verwandten sehen. Wie geht es den Verwundeten? Ach, keine hell. Zwei sind heute Morgen gestorben. Da ist jemand, den will ich sehen. Ja, genau. Lebst du noch? Ah, ich stand fast drinnen. Eintrag! Hunter, Eintrag 1. Tagtäglich ziehen unsere Patrouillen zu den Tunnels im Norden los. Und tagtäglich kommen sie mit Toten zurück. Brutal ermordet und zwar völlig unerklärlich. Noch mehr kommen verletzt zurück, aber durchgedreht. Und doch können wir die Schwarzen nur auf Abstand halten, indem wir unsere Freunde, Nachbarn und Verwandte dorthin schicken. Wenn uns irgendwann die Leute ausgehen, um ihre Angriffe in größerer Entfernung abzublocken, wenn sie irgendwann an unserer Station ankommen, dann sind wir erledigt. Ich höre die Leute tuscheln, dass wir den Todeskampf nur in die Länge ziehen und dass es keine Hoffnung auf Rettung gibt. Aber Sugoi, mein Stiefvater und Stationsleiter, hofft noch immer auf ein Wunder. Es besteht darauf, dass sein alter Freund Hunter uns retten kann.
Hunter ist ein Mitglied des Sparta-Ordens, einer Kampfbruderschaft, die sich auf den Schutz der Metro vor allen Gefahren geschworen hat. Es gibt nichts, was den Herzen dieser Männer Furcht einflößen kann. Zumindest gab es nichts, bis die Schwarzen kamen. Sparta-Orden, das hört sich schon recht cool an. Oh, den geht's auch nicht so. Aua, ja. Was zur Hölle? Oh. Schaut nach einer Schutzzone aus. Wer kann das sein? Es ist Hunter. Mutanten, klopfe nicht an. Öffne das verdammte Tor. Kann ich. Hol! What the fuck? Willkommen, Hunter. Danke, und jetzt schließt euer Tor. Es ist schon lange her, Hunter. Was ist denn... What is in the box? Schön, dich zu sehen, Alex. What is... Hallo, Artyom. Hallo, Hunter. Also, Hunter, was ist neuerdings da draußen los? Kiste. Ich will... Das meiste ist von der Messestation und... Kann ich das ausmachen? Mann, ich kann hier noch gar nichts machen. Hi. Ach, ja... Artyom, ich habe einen Händler getroffen, der Postkarten von New York verkauft. Ui, du musst dir an dich denken. Nice. Gib. Das sind keine normalen Mutanten. Das ist irgendwas anderes. Irgendwas Schlimmeres. Naja, was auch immer die sind. Ich habe ein Motto. Wenn es feindlich ist, töte es. Eindringlinge im Hauptluftschacht. Sie kommen von oben. Was war das? Scheiße. Das hat uns noch gefehlt. Ich hab keine Waffe. Direkt hinter der Wand sind Verwundete. Kirill, bring deine Gruppe zu den Tunnels. Alex, wir müssen hier bleiben und die Halle verteidigen. In Ordnung. Los. Hol dir schnell deine Waffe. Natürlich, ich krieg die Pistole und du die AK. Verdammt. So weit sind sie noch nie in die Station eingedrungen. Es ist das Krankenhaus. Logo. Natürlich. Jämmerlich. Und da! Lass gucken. Oh. Mami, nachladen. Noch einer. What? Schießen! Stechen! Tot! Down. Alle gehen down. Ich hab nicht mehr viel Schuss. Nee. Artyom, bist du okay? Natürlich ist er das. Unkraut vergeht nicht. Kann ich irgendwas zum Looten? Keine Schwarzen hier. Nur der übliche Tunnelmist. Selbst wenn du sie nicht siehst, die Schwarzen sind da. Furcht ist ihre Waffe. Deshalb sind die nur so wie Ratten geflohen. Okay. Die sind nicht einfach nur Mutanten. Sie sind der Homo Novus, der nächste Schritt in der Evolution. Hast du vom Überleben der Stärksten gehört? Und weißt du was? Wir haben verloren. Da hat irgendwas gequetscht. Was ist bloß mit dir geschehen, Alex? Ihr könnt wie Lämmer zum Schlachter gehen. Ich werde an dem festhalten, was ich habe. Mit Zähnen und Krallen. Und ich werde mehr als nur ein paar deiner Homo-Novus in die Hölle mitnehmen. Hältst du dich für einen Cowboy wie in den alten Filmen? Schau dich um, Hunter. 10 Soldaten, zum Kampf ausgebildet. Ihre Körper gebrochen, ihr Geist zerstört. Sie haben den äußeren Wachposten zerstört. Ja, haben sie das? Geht ja mal gar nicht klar. So. Oh, lol. Krieg ich eine neue Waffe? Hehehe.
Da ist eine Waffe. Da ist eine AK. Lass mich dahin. Da ist eine Waffe. Da ist eine Waffe. Lass mich da hin. Lass mich da hin. Da ist eine Waffe. Oh Mann. Ja, lauf doch noch weiß langsam. Weiß der Teufel, was da draußen hinter eurer Grenze passiert. Ich muss die Situation erkunden. Hör gut zu, Artyom. Wenn ich bis morgen früh nicht zurück bin, musst du zur Polizeistation und einen Mann namens Miller aufsuchen. Miller! Sag ihm, was mit mir geschehen ist und was sich in den nördlichen Tunnels rührt. Zeig Miller das hier, damit er weiß, dass ich dich geschickt habe. Ich verlasse mich auf dich, Artyom. Enttäusch mich nicht. Mach ich nicht, keine Angst. Wenn wir überleben wollen, muss diese Bedrohung eliminiert werden. Um jeden Preis. Zeig mal, wie schaut das aus? Wie schaut das aus? Das schaut cool aus. Kann ich jetzt bitte Waffen aussuchen? Hunter war nicht zurückgekommen. Es war nicht leicht, eine Entschuldigung zu finden, um die Station zu verlassen und zur Polis zu reisen. Aber ich hatte mein Wort gegeben. Ich hörte von der Karawane, die am nächsten Tag nach Riga ziehen wollte und Wachen brauchte. Ich meldete mich dafür. Das ist natürlich schön. Ein bisschen machen wir noch, komm, egal. Was zur Hölle? Endlich! Lass dir ruhig Zeit, wie schön. In Ordnung, schnapp dir deine Ausrüstung und geh zum Bahnsteig. Sie warten schon auf uns. Wir treffen uns dort. Hey Artyom, vergiss nichts. Mach ich nicht, kann er. Notiz! Gib mir Notiz, gib mir Notiz. Ja, ja, was auch immer. Was zur Hölle? So eine Querschläge davon nix. Beziehungsweise leider. Wieder was zum Lasern! Okay, dann kann ich noch was sammeln. Die Verteidigung unserer Heimatstation vor den Schwarzen, schreckliche Geheimnisse und unschlagbare Feinde, wird allmählich zur einzigen Aufgabe. Unsere alten Feinde, Dinosaurus und Telepathen, haben wir vergessen. Und wenn Hunter nicht wäre, dann hätten diese Biester schon längst unser Krankenhaus überfallen. Ich schaudere, wenn ich an das Blutbad denke, das sie angerichtet haben. Wäre Hunter auch nur ein paar Stunden zu spät hierher gekommen. Okay. Licht aus. Licht aus. Wir gehen jetzt. Warte, erst noch schauen. Gibt's irgendwas noch? Nee. Licht aus. Tut mir leid, Artyom. Diese Teil der Station ist vorübergehend gesperrt. Oh, das Schlag hier, da gibt mir meine Waffe. Ich bin eine Wache, ich bin Artyom, ja. So. Okay. Naja, weiß ich doch schon. Gehen Sie zur Polis, finden Sie dort einen Ranger namens Miller, beschreiben Sie... Ja, ist in Ordnung. Nein, geh weg. So, warte mal, konnte ich irgendwas mit E drücken? Niemand zu Hause! So, gibt's hier irgendwas? Überall Dreck. Pass auf mit, wenn du redest. Läuft herum und hinterlässt nur dreckige Holzspuren und schätzt sich Strom weg. Hab ich dir nicht gesagt, dass du... Waffen! Waffen ist gut! Da. Waffen. Schon wieder betrunken. Jo, wie laut es hier auf einmal wird. Hi. Was hältst du denn von diesem neuen... Hallo. Ui. Schauen wir mal, wenn du als Soldat... Maschinenpistole, Kaliber 45, in der Waffenkammer hergestellt. Die Genauigkeit ist eher traurig und sie überhitzt wie die Hölle. Daher wird sie auch Bastardpistole genannt. Gib! Die Pistole ist cool. Gib! Hier ist deine Waffe und los! Gib! Es ist nur zu kurze Feuerstöße, Artyom. Und verschafft dir auch etwas Munition. Hier ist ein Universalladegerät, damit die Akkus frisch bleiben. Und eine Gasmaske. Setz sie auf, wenn du durch starke Strahlung gehst. Oder, noch schlimmer, an die Oberfläche. Armeeausgabe der Medipacks, nur für den Fall. Vier. Okay, du bist ausgerüstet, mein Freund. Probier auf der Schießbahn alles aus. Versuche, deinen Kopf nicht so weit herauszustrecken, ja? Kann ich hier... Gibt's jetzt keine anderen Waffen? Beziehungsweise keine...
Schau mal, da geht's doch... Warum kann ich von denen keine auswählen? Das ist doch lame. Bom, bom. Ist noch Munition? Nein, natürlich nicht. Gibt's nicht, haben wir nicht. What? Meinst du, wir können irgendwann zurück an die Oberfläche? Hi. Was gibt's denn hier so? Schweine! Soggelt's, alles soggelt's. Dahin muss ich. Sei gegrüßt. Du bist also bereit aufzubrechen? Ja. Bist du bereit? Dann los. Dass unsere Grenze mit ihrer Hilfe gesichert wird. Wenn ich das Ding erfunden hätte, wäre ich verrückt geworden. Du setzt dich da hin, Artyom. Und du, Eugene, setz dich da hin. Eugene Krabs! Irgendwas vergessen? Hast du jetzt endlich die Ausrüstung? Dann lass uns gehen. Ich hab die Ausrüstung. Hey, Leute, hast du überhaupt was? Nach Riga? Ja, genau. Könnt ihr mich mitnehmen? Klar, aber nicht kostenlos. Du musst dann und wann den Hebel bedienen. Geht klar. Dann los. Hebel bedienen. Also gut, allen, die zu Hause bleiben, viel Glück und uns natürlich auch. Ich wünsche uns viel Glück. Bist du also bereit, endlich woanders hinzugehen? Ja, Artyom, endlich frei. Naja, zumindest für die Dauer der Fahrt. Es wird bestimmt Spaß machen. Oder gefährlich werden. Noch besser, oder? Es war das erste Mal, dass ich meine Heimatstation verließ. Es machte mir Kummer, dass ich meinem Stiefvater nicht die Wahrheit gesagt hatte. Ich würde von Riga nicht direkt zurückkommen. Aber Hunter war auf mich angewiesen. Ja, dann würde ich mal sagen, mache ich hier sozusagen einen Schnitt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme wieder. Macht's gut und bis dann.